Freunde, ich bin richtig aufgeregt, denn heute werde ich mich mit Julia treffen und gemeinsam mit ihr ein Bewerbungsvideo für Seven vs. Wild drehen. Julia saß noch nie auf einem Motorrad drauf und hat auch noch nie einen Wheelie gemacht. Deswegen kann das Ganze nur komplett bescheuert werden. Ich bin echt ein bisschen aufgeregt, um ehrlich zu sein. Hey? Hallo Julia. Guten Morgen. Wie geht's dir? Gut. Ich bin ein bisschen aufgeregt, aber gut. Echt? Warum bist du aufgeregt? Ja, keine Ahnung, wegen dem Motorrad. Ich weiß ja nicht, was du so genau mit mir vorhast. Wir werden heute Wheelies machen. Ja, das sind so Kreise, ne? Ja, eher so geradeaus. Aber wir können auch Kreise machen. Ach so. Also du möchtest dich bei Seven vs. Wild bewerben, ist das korrekt? Richtig, ich möchte mich bei Seven vs. Wild bewerben. Und es ist ja so, man muss was machen, was man noch nie gemacht hat. Ja, genau. Du stupid singst. Ich war einmal auf dem Motorrad gesessen, wollte meinen Motorradführerschein machen, erste Fahrstunde. Ich bin an der Ampel umgekippt, hab das Motorrad nicht mehr hochgekriegt, hatte übelst Schiss und bin nie wieder irgendwo draufgestiegen. Da war kein. Ich schwör. Denkst du denn, das ist eine gute Idee, das heute so mit mir zu machen? Ja, doch. Ich habe deine Videos angeguckt, das sieht schon sehr professionell aus. Also du vertraust mir? Ja, vollkommen. Was machst du denn überhaupt? Du bist Model, oder? Model, ja. Aha, okay. Also wenn heute was schief geht, ne? Mein Job hin. Also wenn das nicht professionell aussieht, weiß ich auch nicht. Rückenprotektor. Ach so, ich dachte, das kommt hier. Nee, das kommt nicht an den Po, nee. Sieht perfekt aus. Wo fahren wir hin? Wir fahren zu einer geheimen Location. Ey, hier gibt's eine Location, da wird K11 gedreht. Nee. Alarm für Cobra 11. Oh, das ist was anderes. K11, die K11 Cobra, man kennt sie, ja? Alarm für Cobra 11 wird hier gedreht, an der Strecke. Weißt du das? Alarm für K11. Okay. Ja, was sagst du zur Maschine hier so? Ich sag, die Maschine, die sieht geil aus, geht steil. Mir gefallen die Farben besonders gut. Der große Auspuff. Der ist wichtig. Der ist sehr wichtig für den Sound. Und was ich auch gut finde, sind die zwei Spiegel, dass man auch immer gucken kann, wie man aussieht. Ja, ich sah auf jeden Fall schon mal besser aus. Ich finde, du siehst ganz wunderbar aus. Oh, danke. Hast du noch irgendwelche Fragen? Nee, ich halte mich an dir fest oder halte ich mich irgendwo anders fest? Nee, du hältst dich mit einem Arm an mir fest. Mhm. Wenn was ist, dann... Schrei ich? Ja, ich weiß nicht, ob das jetzt die beste Idee ist, weil du wirst wahrscheinlich sowieso schreien, oder? Nee. Nee, du wirst also, nicht schreien. Ich bin gar nicht schreckhaft oder so. Ich werde ganz ruhig locker da drauf sitzen und die Kamera halten. Ah ja, also nur fürs Protokoll, du wirst nicht schreien. Ich werde nicht schreien. Ja, du musst keinen Kopfsprung reinmachen. Ja, wenn ich so mache, sind die Haare im Gesicht. Passt? Passt. So, jetzt muss ich dir den nur noch zumachen. Schau mal nach oben. Was war das denn? Nicht zu eng. Jetzt fahren wir erstmal ein bisschen auf und ab und machen uns warm. Bevor man Sport macht, muss man sich immer warm machen. Ich mache keinen Sport. Du machst keinen Sport? Nein. Laber doch keinen. Ich schwöre. Du lügst. Ich schwöre auf alles. Was war das Verrückteste, was du jemals in deinem Leben gemacht hast? Das hier. Echt jetzt? Ja. Scheiße. Ja. Du bist bereit, ja? Nee. Okay, dann geht's jetzt los. Let's go. Ich werde nicht schreien. Schrei ich laut? Oh, nee, überhaupt nicht. Nee, nee. Total entspannt eigentlich. Mein Visier ist schon beschlagen, ey. Wie hat dich dein Leben bisher auf Seven vs. Wild vorbereitet? Ich komme aus einer riesengroßen Großfamilie mit 5 Geschwistern. Wir mussten immer so viel arbeiten zu Hause, meine Mutter unterstützen und immer durchbeißen in jeder Lebenslage. Und deswegen bin ich perfekt dafür. Wer war dein Lieblingsteilnehmer in der letzten Seven vs. Wild Staffel und warum? Es war auf jeden Fall Knossi, weil er einfach mit seinem Humor und seiner Ehrlichkeit da durchgeslidet ist. Und genauso authentisch würde ich da auch durchsliden. Egal, wenn scheiße schwer ist, aber ich würde voll durchziehen. My life, ey. Du machst das sehr gut. Alter, ist das anstrengend. Ciao, Leben. Hola. Wie geht's dir jetzt gerade? Mir geht's gut, aber es ist so anstrengend. Du bringst mich hier um. Ich werde die nächsten 80 Tage noch an dich denken, weil ich so Muskelkater habe. Ich muss sagen, dafür, dass wir uns erst seit einer knappen Stunde kennen, haben wir schon gutes Vertrauen gewonnen. Ja, also, dass ich überhaupt bei jemandem so vertraue, das dauert normalerweise Jahre. Wir haben den Teil einfach übersprungen mit dem... Ja, das Kennenlernen und so. Wir haben uns gesehen und dann war direkt so Klick. Vertrauen. Klick. Verliebt. So, Klick! Hallo, verliebt, das dürfen wir ihr doch nicht sagen. Was hast du gesagt? Ich habe gesagt Klick. Was, Lick? Klick. Klick? Klick. Ach, Klick. Du
weißt doch, ich habe einen Sprachfehler. Du hast einen Sprachfehler? Ja. Kannst du Kirsche sagen? Kirsche, das geht, aber nur sexy. Sexy Playmate. Aber es heißt ja mit P und weißt du, was ich meine? Was, sexy David? Playmate. Ich sag aber Play mit B. Playmate. Was wäre die größte Herausforderung für dich, wenn du bei Seven vs. Wild teilnimmst? Die größte Herausforderung wäre für mich auf jeden Fall das Essen, weil ich esse keinen Fisch, ich esse kein rohes Fleisch und ich müsste mich wahrscheinlich die ganze Zeit nur von Blättern ernähren, aber egal, ich kann auch mal 2 Wochen ohne Essen aushalten. Ja! Ich kann immer! Oh mein Gott, ich kann nicht mehr, ich kann meine Hände nicht mehr halten. Es ist richtig anstrengend. Simulierst du jetzt oder ist wirklich real? Real. Sollen wir noch ein paar Wheelies machen? Nee. Oh Gott. Ich kann mich kaum bewegen. Also. So schlecht. So schlecht. Es war mir eine Ehre. Es war wirklich nice. Ich hoffe, wir machen nochmal zusammen so einen blöden ganz Scheiß. Ganz viele. Ja? Ganz viele dumme Sachen. Ganz viele dumme Sachen. Versprochen? Ja, versprochen. Pinky Promise. Yay. Yay. Wie findest du meine Fotopose? Geil. Ja, da wird was bald. Oh, oh, oh. Ach du Scheiße. Alles okay? Ich glaube, ich habe meinen Finger. Oh nein. Echt jetzt? Kann man auch mit einem gebrochenen Finger zu Seven vs. Wild? Ich glaube, bis dahin ist es wieder verheilt. Hey, jetzt mal ehrlich, das ist ein Finger. Du bist echt komplett durchgeknallt, weißt du das? Morgen ist die Playmate des Jahreswahl und ich habe ein Galakleid an. Mit Gips. Das war's dann mit dem Video. Hä, warum? Oder? Geht's noch weiter? Das war's mit dem Video. Ich berichte euch aus dem Krankenhaus.